Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Ja, in diesem Part werden wir ein weiteres Event machen und wie ihr vielleicht seht, befinden wir uns gerade in Mamoria City und zwar müssen wir dazu erstmal hier in den Pokémon Markt reingehen. Wie man sieht, steht hier dieser grüne Typ neben dem roten und ja, er gibt uns den Mythokristall, mit dem man eins der vier Events machen kann in diesem Spiel. Und zwar müssen wir, nachdem wir den Mythokristall erhalten haben, müssen wir ins Museum von Mamoria City und hier ist gerade schon ein scheiß Grafikfehler. Und ja, da sehen wir auch Troy. Also man sieht das jetzt hier natürlich nicht. Scheiß Grafik-Dings, ey. Naja, auf jeden Fall, der Experte, also der Typ, der hier im Museum sitzt, macht uns den Seelentau aus dem Mythokristall. Und ja, da ist auch Troy, also der Champion der Höhenregion. Aber man sieht's ja jetzt natürlich nicht, wegen diesem scheiß Grafikfehler. Und ja, Troy ist rausgegangen, wegen einfach mal hinterher. Und ja, hier ist Latias. Wer hätte gedacht? Ja, Leute, es kommt immer aufs Spiel an. Also in Hard Gold kann man ja normalerweise Latias fangen. Also kann man in diesem Moment Latias fangen, also das andere. Und in Soul Silver kann man ja normal Latias fangen und kann deswegen hier Latias fangen. Also, ja, hier steht Latias. Und ja, wir haben noch genügend Bälle eigentlich. Speichere jetzt mal ab. Und dann können wir auch gleich versuchen, Latias einzufangen. Es ist jeweils auf Level 40. Und ja. Parapsycho. Also los geht's. Noch gut 10 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch über 15 Minuten aufnehmen kann. Auf jeden Fall greife ich mal mit Donnerblitz an, was ihn wahrscheinlich besiegt, wo es nicht sehr effektiv ist. Mal schauen. Bitte, 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 bitte. Ja gut, überlebt sogar. Und dann paralysieren wir es auch nochmal. So, Mann, ja, jetzt kann das natürlich diese dumme Attacke, Heilung, womit es sich, die Statusveränderung, also seine Statusveränderung kannst du dadurch heilen. Und deswegen habe ich einfach nochmal Donnerwelle angesetzt. So, jetzt können wir auch schon die Bälle werfen. Noch 48 Überbälle. Mal schauen, ob wir Latias fangen können. Auf jeden Fall hat sich erstmal befreit und greift uns einen Nebelball an. Das ist eine Attacke, die nur Latias lernen kann. Und ja. Scheinwerfer kann nur Latias lernen. Und so zur Info. Und dieses scheiß Ding will nicht in den Ball rein. Wir probieren einfach mal weiter. Und okay. Ich habe ja genug Bälle, aber die Zeit läuft mir nicht davon, wenn ich nur 15 Minuten machen kann. Das weiß ich im Moment nicht. Also beim Upload erscheint ja normalerweise man das blaue Ding. Glückwunsch, die können über 15 Minuten hochladen. Bla bla bla. Aber das ist jetzt bei mir nicht mehr. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich immer noch über 15 Minuten Videos hochladen kann. Ja, wenn es
mir in diesen 10 Minuten nicht reicht, dann muss ich es eben in 2 Parts machen. Aber ich hoffe, das passiert nicht. So. Ich probiere es einfach immer weiter. Das kann ich auch anders machen. Ich kann nur darauf hoffen, dass dieses dumme Pokémon mal in den Ball reingeht. Und fick dich. Setz auch wieder Heilung ein. Aber ich probiere es trotzdem weiter, ist mir jetzt egal. Noch 7 Minuten. Und okay. Ja, es hat nie länger wie einmal gewackelt. Jetzt können wir erstmal auf 10 Kopfschuss. Und aber auch kaum was abzieht. So, Statik paralysiert ihn sogar. Sehr schön. Dass wir müssen nicht zusätzlich Donnerwill einsetzen. Und ja, ein weiterer Hyperball schlägt fehl. Latias ist paralysiert. Man kann nicht angreifen. Das heißt, ich kann sich auch nicht heilen. Ich meine durch Heilung. So, Hyperball wirkt nicht. Langsam reicht's mir. Wenn es jetzt nicht bald reingeht, muss ich wirklich auf Speed zurückgreifen, weil ich dann nicht mehr in den Part kriege. Sorry Leute, aber es gibt nicht. Es gibt's einfach nicht. Es hat dreimal gewackelt und noch dazu heilt es sich von der Paralyse. Ja, also geht doch. Sehr schön, wir haben Latias gefangen. Damit haben wir beide dieser Drache Psycho Hönn Pokémon in der Tasche. Und Latias wird auf die Box übertragen. Und ja, Troy sagt uns noch was, bla bla bla. Wir will nicht mal unseren Namen wissen. Geht also zurück nach Hönn. Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns Latias in der Box anzuschauen. Und die Box leckt wahrscheinlich wieder. Aber da scheiße ich jetzt mal drauf. Hier haben wir es. Latias Level 40. Ist ja immer weiblich. Ja, Schwebe natürlich und kann jetzt sagen Nassmacher, Heilung, Nebelball und 10 Kopfstoß. Und vom Drache Psycho. Genau wie Latios. Und ja, das war's für diesen Part, Leute. Im nächsten Part sehen wir uns mit einem weiteren Event wieder. Bis dann, haut rein und ciao.